Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wahnsinnig tollen Technik-Podcasts. Olle! Ja, heute haben wir für euch wieder mal was vorbereitet. Es geht allerdings nicht um Spiele, sondern es geht ums Banking, vor allem um Online-Banking. Da gibt es ja diverse Applikationen dafür. Wir in Deutschland haben ja den Luxus gegenüber vielen anderen Ländern, dass wir da einen Standard haben, den sogenannten HBCI-Standard. Und deswegen ist es bei uns einfacher als woanders, eine Applikation zu bauen, die mit jeder Bank kommunizieren kann. Und da gibt es so etliche. Und wir haben uns auch so etliche angeguckt. Das ist richtig. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich denken, Mensch, was brauche ich denn das? Ich kann ja einfach meinen Browser starten und dann auf die Webseite meiner jeweiligen Bank surfen und dann da meine Daten jedes Mal eingeben. Das kann ich natürlich machen, klar. Es wird halt ab dem Zeitpunkt ein bisschen nervig, wenn man nicht nur ein Bankkonto hat. Lass es vielleicht ein Firmenkonto und ein Bankkonto oder ein Gehaltskonto, was auch immer. Es wird auch in dem Moment schon nervig, wo die eine oder andere Bank sehr, ich sag mal, fragwürdiges Online-Banking hat. Da gibt es ja die ein oder anderen, die das mit dem Internet noch nicht so verstanden haben und die das Online-Banking dann mehr schlecht als recht ist. Ja, und da gibt es schöne Lösungen dafür und wir haben uns welche angeschaut, habe ich schon gesagt. So ist es. Die erste, die wir euch zeigen, ist eine Applikation, die es für Windows gibt. Heißt Star Money, momentan erhältlich in der Version 8. Ja, Basti, viel Spaß. Dann schauen wir uns doch mal Star Money an. Der liegt genau in diesem kleinen, wundervollen Männchen da drin. Star Money 8 findet ihr hier. Und ich mache das jetzt mal auf. So, also wenn wir Star Money zum ersten Mal starten, fragt er mich nach meinen Benutzerdaten. Die gebe ich ihm mal kurz ein und gebe ein ultimativ sicheres Passwort ein und melde mich jetzt bei Star Money an. So, jetzt geht's gleich los und ich habe die Möglichkeit, verschiedene Konten anzulegen. Hier ist gleich eine Sache, die Star Money allen anderen Programmen voraus hat, und zwar die Vielfalt an verschiedenen Account-Typen. Star Money kann nämlich nicht nur normale Girokonten oder vielleicht noch Kreditkarten, sondern auch zum Beispiel PayPal, eBay, Amazon. Ich kann zum Beispiel meine Prepaid-Konten verwalten. Also angenommen, ich bin Kongstar-Kunde, dann kann ich das dort verwalten. Ich kann Wertpapiere verwalten und so. Ich kann auf mein Schufa-Konto direkt zugreifen. Also eine ganze Menge. Wir werden jetzt erstmal heute nur das Girokonto abdecken, weil das für die meisten natürlich völlig ausreichend ist. Also ich wähle hier mein Girokonto, ich wähle hier oben Girokonto aus, dann gehen wir hier runter und jetzt muss ich die Bankleitzahl meiner Bank eingeben. Gleich ein Hinweis vorweg, ihr braucht euch jetzt nicht die Daten mitschreiben und dann hoffen, dass ihr Lastschriften von unserem Konto machen könnt. Das Ganze ist natürlich ein Demokonto von der APO-Bank. Ihr braucht auch kein Geld überweisen, wie ihr das sonst natürlich gemacht hättet. Wenn ihr das machen wollt, dann kontaktiert uns nochmal, da können wir dann nochmal drüber reden. Aber ich gebe jetzt mal die Bankleitzahl meines Demokontos ein. Und Star Money erkennt auch sofort Deutsche Apotheker und Ärztebank aus Düsseldorf. Ich gehe weiter. Jetzt kommuniziert der kurz mit dem Server, um rauszufinden, welches HBCI-Protokoll gesprochen wird und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich nur noch meine Benutzerdaten eingeben. Also in dem Fall ist das die Kontonummer. So, machen wir mal weiter. Und jetzt muss ich meine PIN eingeben. So, Kontodaten werden abgeholt. Ja, er hat alles soweit eingerichtet, ich kann es fertigstellen. Ich könnte jetzt direkt noch ein weiteres Konto einrichten, also wenn ich zum ersten Mal starte und meine drei, vier Konten einrichten möchte, vielleicht noch mein Amazon, eBay oder irgendwas Account, kann ich das hier direkt noch weitermachen. Das brauchen wir jetzt nicht. Für jetzt nehmen wir das eine Konto. Es gibt jetzt auch noch einen Film. Es gibt auch von Star Money sehr viele Filme bei ihnen auf dem YouTube-Channel, die einem recht gut weiterhelfen. Also wenn man da irgendwo hängen bleibt, einfach mal da reinschauen. Das kann man auch nachher hinterlegen, das zeige ich euch gleich. So, jetzt werden die ganzen Daten abgeholt und jetzt kriegen wir eine Meldung. Sieht jetzt erstmal aus wie eine Fehlermeldung, es ist keine wirkliche Fehlermeldung. Zum Beispiel sagt er mir jetzt, dass keine neuen Daten vorliegen, was zum Beispiel Bankenkommunikation angeht. Also über HBCI kann mir die Bank auch Informationen schicken. Da ist jetzt nichts Neues dabei, deswegen kriege ich jetzt erstmal eine Fehlermeldung. So.
Dass es nicht unser Konto ist, seht ihr ja natürlich als allererstes schon mal an dem Saldo, der hier drin ist. Wenn ich 40.000 Euro auf dem Konto hätte, weiß ich nicht genau, was ich machen würde, aber es wäre cool. So, ich habe jetzt da drauf geklickt auf das Konto, also ich gehe nochmal zurück, um das nochmal klar zu machen. Also ich kann jetzt hier auf das Konto direkt draufklicken, dann bin ich in dem Konto drin. Machen wir da oben diese Zusatzinformationen aus und ich kann jetzt mir anschauen, meine ganzen Buchungen anschauen. Unten sind die neuesten und kann die jetzt gelesen markieren. Also ich kann die Reihenfolge auch ändern, oder? Ja, klar. Kann ich natürlich machen. Also ich kann hier oben an den Reitern oben sortieren, wie man das aus Tabellenkalkulationen und so weiter kennt. Mhm. So, jetzt sind wir da und jetzt überlegen wir uns, Mensch, ich wollte ja schon lange mal wieder Geld überweisen. Wir gehen also auf Neu. Und da haben wir jetzt verschiedene Transaktionen, die wir durchführen können. Die klassische natürlich, die Überweisung. Ach, das schön, sieht sogar aus wie ein Überweisungsträger. Cool, oder? Ja, total hübsch. So, und da ist noch was Cooles. Er hat natürlich jetzt schon meine ganzen Kontenbewegungen abgeholt und kennt schon Leute, die mir Geld überwiesen haben, okay, denen ich Geld überwiesen habe. Ich kann jetzt also mal hier was eingeben. Und er holt sich direkt ein anderes Demokonto raus, auf das man Geld überweisen kann. Ist total praktisch. Wenn ich schon mal mit jemandem Geldtransaktionen hatte, muss ich mir da nicht jedes Mal die Sachen neu raussuchen, mhm, sondern gebe jetzt den Namen ein und schon weise alle anderen Sachen. Dem Demokonto überweise ich jetzt mal 15 Euro aus Testzwecken. Und dann sage ich überweisen. Er überweist es jetzt nicht sofort. Das ist ganz wichtig, weil ich vermute mal, das kommt aus früheren Zeiten, wo man noch eine Wählverbindung aufbauen wollte oder alles auf einmal rausgeschoben hat. Mhm. Man muss jetzt hier zurückgehen und wir sehen jetzt im Ausgangskorb steht eine Überweisung drin. Ich kann natürlich nachher, wenn ich mehrere Überweisungen tätigen muss, die alle auf einmal wegschicken. Das mag Sinn machen oder nicht. Ich drücke jetzt also auf Senden. So, möchte ich jetzt meine TAN per Maus oder Tastatur eingeben? Ja oder nein? Das ist eine Sicherheitsfrage, ganz einfach. Wenn mir jemand einen Keylogger auf dem Rechner installiert, dann kann der im Zweifel meine Tastatureingaben mitschneiden. Und naja, das möchte ich vielleicht nicht. Also ich möchte es also mal per Maus eingeben. Sag also ja. Jetzt fragt er mich nach meiner PIN. Die PIN gebe ich nach wie vor per Tastatur ein. Es ging nur um die TAN-Eingabe. Und jetzt fragt er mich nach der TAN. Ich bekomme jetzt hier so ein Zahlenfeld, auf das ich klicken muss. Das ist ein bisschen sicherer. 6 noch, ne? Und eine 6 da hinten dran. Und wir sehen hier nochmal alles, alle Daten. Kann ich nochmal kurz kontrollieren, stimmt das alles? Ja, stimmt alles. Und raus damit. Bing. Ja, das Ganze ist weg. Ich hätte natürlich auch direkt einen Dauerauftrag anlegen können. Ich kann Lastschriften aus dem Programm rausmachen. Das können auch nicht alle. Das ist gerade, wenn man ein Unternehmen hat, relativ spannend. Für den Privatmann vermutlich eher weniger interessant. Ich kann auch Terminüberweisungen machen. Also sagen, ich möchte irgendwie am 19. dritten ein Tino 10 Euro überweisen aus Spaßgründen. Kann ich dort auch machen. Also ich muss sagen, für den normalen Heimanwender sind die meisten anderen Sachen, die Star Money noch kann, schon ein bisschen sehr advanced, ein bisschen sehr fortgeschritten. Also nicht jeder braucht Börsenkurse da. Ich kann sie aber abrufen. Also ich kann einfach sagen, ich gehe jetzt in mein Wertpapierdepot rein, ohne eins zu haben, und schaue mir jetzt da Aktienkurse heißt es. 521, leck mich am Arsch. Ja, da hätte man mal was kaufen sollen. kann das hier also schon alles sehen. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt. Ich gehe nochmal zurück zur Übersicht. Und dann gehe ich auf meine Kontenliste und gehe nochmal hier auf dieses Konto. Na? Und dann gibt es hier die Möglichkeit, das ist verschwunden, nein, hier die PIN, genau. Ich kann, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn die PIN-Abfrage kommt immer, kann man natürlich ausschalten. Ich komme ja in das Star Money sowieso nur rein, wenn ich vorher mein Passwort eingegeben habe. Also das möchte ich natürlich im Zweifel so sicher wie möglich wählen. Da kann ich jetzt mir die PIN hinterlegen. Muss ich doppelt machen. Und jetzt muss ich wirklich bei jeder Transaktion wirklich nur noch eine TAN eingeben, mhm, wenn eine erforderlich ist. Und für die wichtigen, erst speichern drücken, ganz wichtig, das habt ihr gar nicht gesehen, weil wir hier davor sitzen. Also da unten sind immer die OK und Speichern-Knöpfchen. Ich zeige es euch nochmal kurz.
So, da unten ist der Speichern-Knopf gewesen vorhin. Das ist natürlich Faden verloren. Das ist natürlich nicht unbedingt wichtig, dass ihr jedes Mal die PIN eingibt. Die könnt, also finde ich, kann man hinterlegen, da wirklich wichtige Sachen wie Überweisungen nur gemacht werden können, wenn die TAN eingegeben ist. Ja. Und die TAN-Eingabe, die müsst ihr sowieso jedes Mal neu machen. Noch eine kurze Sache, die spannend sein kann. Es hat ein sehr gutes Reporting-Modul. Also ich kann Auswertungen fahren, ich kann Einnahmen-Ausgaben-Reports machen. Also jeder, der schon mal was von Crystal Reports gehört hat, das ist damit dabei. Der weiß, was man damit theoretisch noch alles machen kann. Ich kann mir die Reports auch anpassen, aber da wird es dann schon wieder ein bisschen abgefahren. Aber gerade wenn man zum Beispiel seinem Steuerberater Daten übergeben, Bankdaten übergeben will oder auch generell mal für sich sehen will, wo geht mein Geld hin und so weiter und so fort, dann kann das da alles benutzt werden. Wir sehen hier eine Sache zum Beispiel, wenn ich Einnahmen Ausgaben nehme, dann sind hier keine ohne Kategorie. Und da gibt es noch eine ziemlich coole Sache in Star Money, und zwar sind das die sogenannten Regeln. Ich kann mir hier Regeln erstellen. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich eine Überweisung bekomme, die wo der Verwendungszweck mit RE- anfängt, ja, dann kann ich davon ausgehen, das ist eine Rechnung an mich. Mhm. Eine Rechnung, die ich gestellt habe, die bezahlt wird, kann dem also eine bestimmte Kategorie und eine bestimmte Kostenstelle zuweisen. Das heißt, wenn ich da schon ein bisschen Buchhaltung dahinter habe, nimmt mir das ganz viel manuelle Arbeit ab. Ich kann mir zum Beispiel außerdem noch Alarme setzen. Also wenn ich zum Beispiel mein Kreditkartenlimit, wenn ich auf, weiß ich nicht, 1000 Euro überzogen habe, dass ich dann Alarm bekomme. Also man kann sich wahnsinnig viel noch einstellen, dass das Ganze dann im Hintergrund macht. Bin relativ begeistert davon. Ich habe das sehr lange nicht mehr benutzt. Also das letzte Mal war vermutlich, weiß ich nicht, vor 6 Jahren, als es noch irgendwie Version 2 war. Okay. Und man das als Sparkassenkunde bekommen hat. Sehr begeistert. Das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Betrachtung. Es ist jetzt nicht das schönste Programm, aber auf der anderen Seite, es zeigt mir Zahlen an, zeigt mir meine Konten an. Soweit bin ich damit eigentlich schon relativ zufrieden. Ja. Ja, ist geil. Es sieht für mich auch relativ überschaubar aus. Also ich meine, es kommt natürlich mal darauf an, wie viel man damit machen möchte. Preislich ist es nicht im unteren Segment anzufinden. Die normale Version, die wir jetzt gezeigt haben, ist die Star Money 8.0. Kostet 49,90. Ja, ich meine, das ist ein relativ fairer Preis, wenn man überlegt, dass man damit sehr, sehr viel machen kann. Und Sie haben auch noch ein anderes Modell. Man kann das praktisch mieten, Software as a Service mäßig praktisch. Ja. Da zahlt man 2,49 Euro im Monat, bekommt dann allerdings auch immer die neuesten Versionen. Ist auch ein interessantes Modell, je nachdem, was einem da lieber ist. Wie gesagt, die zweite Variante hat natürlich den Vorteil, man kriegt Updates mit. Ob sich es dann rechnet oder nicht, das muss jeder für sich selber rausfinden. Preislich nicht ganz günstig, ja, aber im Vergleich zum Rest schwimmt es nicht so ganz weit weg. Das stimmt, ja. Ja. Genau. Das ist natürlich nicht ganz richtig, wenn ich sage, im Vergleich zum Rest schwimmt es nicht ganz weit weg, weil das, was als nächstes kommt, ist natürlich preislich so gut wie nicht toppbar. Ja, ist nämlich Freeware, das heißt, es gibt es umsonst. Open Source. Bitte. Oh ja, stimmt. Ganz wichtig. Ja. Entschuldigung, wir nehmen alles zurück. Ist Open Source, kostet aber trotzdem nichts. Gibt es als Version für den Mac und für Windows. Und für Linux. Ja, und für Linux, richtig. Ist ein Java-Programm, also es läuft überall. Sehr lustig finde ich, wie man es installiert, wenn man es auf dem Mac laufen lassen möchte. Und das schauen wir uns am besten mal an. Das App oder beziehungsweise das Programm, von dem wir sprechen, ist Hibiscus. Genau, Hibiscus, eine Open-Source-Software. Ein bisschen verwirrend, hat der Tino schon gesagt, weil erstmal muss ich mir ein Programm runterladen, das heißt Jamaica mit EI. Und dieses Programm erstmal starten. Das ist Jamaica, ist so ein Java-Framework für verschiedene Applikationen. Unter anderem läuft da auch Hibiscus drin. Und ich starte jetzt Jamaica zum ersten Mal. Ich sehe da zum Beispiel einen Terminkalender. Kann man vielleicht gebrauchen, vielleicht auch nicht. Muss jeder selbst wissen auch. Ich kann aber Plugins installieren. Und eins der Plugins für Jamaica ist Hibiscus. Das habe ich mir vorhin auch runtergeladen. Ich finde hier das ZIP-File.
Das dauert jetzt einen Moment. Wir haben hier auch den lustigen Pseudo Beach Ball. Okay, ich installiere jetzt Hibiscus. Und erstmal ändert sich nichts. Ich speichere die Sache mal. Aber ich muss jetzt erstmal Jamaika neu starten. Ich beende also Jamaika, damit das Plugin beim nächsten Start mitgeladen wird. Und starte es wieder. Und gleich sehen wir den Unterschied. Auch hier wieder Passwort geschützt. Also da Jamaika ist schon für so sensiblere Daten gedacht. Und jetzt sehen wir hier, sie starten Hibiscus zum ersten Mal und wir kriegen jetzt einen Assistenten, der uns durch die Einrichtung führt. Du kannst ja gerne mal sehr schön hier einrichten. Ich meine, man darf jetzt hier nicht den zu großen Anspruch an ein Mac-Programm stellen. Wie man sieht, ist es halt einfach bedienbar, aber es ist nicht besonders schön. Also ich stelle hier das. Allerdings, also ich muss gestehen, ich habe hässlichere Java-Applikationen gesehen. Ja, gut. Nicht viele, aber es gibt sie. ich stelle hier das HBCI-Verfahren ein, also Pintan. Das muss ich natürlich im Zweifel vorher wissen. Lege jetzt hier den Zugang an. Meine Benutzerkennung, das ist normalerweise. Ja gut, da kann ich eingeben, was ich will. Ist normalerweise die Kontonummer. Ist die Kontonummer. Bei manchen Banken gibt's noch mal eine extra Benutzerkennung, aber in der Regel. Genau, als Kundenkennung und die Bankleitzahl. Ich habe schon gedacht, ich kann es auswendig, aber es hat natürlich nicht geklappt. So, auch hier findet er gleich den richtigen Server. Es zeigt mir jetzt hier nur die URL an, aber das passt. Weiß auch sonst alles. Also genau, wir nehmen auf Übernehmen. Und speichern wir das Ganze. Genau. Moment, das hat man natürlich wieder nicht gesehen, weil wir wieder im Weg standen. Also rechts unten. Und hier Tanz während der Eingabe möchten wir gerne angezeigt bekommen. Genau, und drücken hier unten auf Speichern. Genau. So, jetzt kann ich hier auf meinen Bankzugänge gehen. Sehe jetzt hier, ist mein Abo-Bankzugang. Genau, kann die Konfiguration auch schnell testen. Sieht gut aus. Ja, soweit. Genau. Also das ist auch so ein Ding, das unten immer durchläuft. Aber bitte. Genau, jetzt gebe ich meine PIN ein. Drücke auf OK. Und da sieht man mal auch, das ist ganz spannend, weil das die meisten anderen Programme nicht haben, da sieht man mal, was da alles im Hintergrund abläuft, wenn man so ein HBCI macht. Also das kann sich das Programm, das Protokoll mal so ein bisschen anschauen, das ist schon relativ spannend. Genau. Was das nächste ist, ich möchte die Frage nicht mehr sehen, Konten sollen automatisch angelegt werden, ja. Und jetzt gehe ich hier in mein Konto, finde jetzt hier das Konto, das ich gerade eingerichtet habe. Wenn ich da, natürlich da wieder nicht doppelt drauf drücken. So, genau. Jetzt muss ich das noch abgleichen. Muss ich wahrscheinlich, die Frage ist jetzt hier. Pintan haben wir gemacht, jetzt haben wir schon. Moment. Ja, jetzt bist du wieder dran. Also wir haben hier das Konto. Und Kontoauszüge, so einfach wäre es einfach wahrscheinlich. Genau, ich kann jetzt unten mir mein Kontoauszug im Endeffekt anschauen. Kann den jetzt abholen. Nein, das tut er nicht. Warum tut er das jetzt nicht? Na? Ah. Und jetzt rufen wir die Umsätze ab. Ja, Benutzerführung nicht ganz, keine ganze Eins bekommen. So, wir sehen hier wieder, was da unten alles passiert. Und jetzt haben wir sie auch da. So, also wir sehen hier natürlich mit der etwas geringen Auflösung sehen wir nicht so wahnsinnig viel, aber so, wir können uns hier ansehen, die ganzen Umsätze ansehen, so wie vorher auch. Wir können hier sofort filtern. Zum Beispiel möchte ich jetzt nur Dinge, wo Strom drin vorkommt, anzeigen. Ich kann den Zeitraum auch noch ändern. Soweit, so gut. Also, um dann nochmal zurückzugehen, ich gehe hier drauf und dann sehen wir, wir haben sie jetzt hier schon abgeholt, aber wenn ich hier auf alle Umsätze anzeigen gehe, kann ich die Umsätze auch abrufen, mit dem Umsätze abrufen Knopf. Das löschen wir mal wieder raus, damit wir auch alles sehen. Ja, und jetzt sehen wir unsere das Geld schon, das da ist, aber wir haben jetzt so viel, wir wollen es loswerden, also wollen wir was überweisen. Ja, natürlich. Das wird wahrscheinlich genauso funktionieren wie in allen anderen Bankprogrammen auch. Zahlungsverkehr, wir gehen hier auf Überweisungen und dann erstellen wir hier eine neue Überweisung. Persönliches Konto, da wähle ich jetzt das Konto eben aus, das ich benutzen möchte. Jetzt gebe ich hier einen Empfängernamen ein. Was haben wir denn hier? Com Digital Upgrade.
Auch schön, DJ Upgrade. Wenn schon, denn schon. Unsere Wahnsinnskontonummer. Moment. Ja, natürlich. Natürlich, welche sonst? Und natürlich, wir müssen eine echte Bankleitzahl eingeben. Sonst haben wir immer ein bisschen das Problem, dass es nicht funktioniert. Fälligkeitsdatum, sagen wir, soll er gleich ausbuchen. Man kann natürlich jetzt hier eine Zeitterminierung eingeben. Und dann geben wir hier noch einen Verwendungszweck für eine Sendung. Ich bin gespannt, was für ein Betrag, also für uns beide natürlich mindestens 500 Euro. 5000 Euro. 5000, okay. Genau, ich kann dann wieder hier auf Speichern drücken, damit ich es nicht verliere. Und dann klicke ich hier auf Jetzt ausführen. Ja, wir sehen schon, die Kontonummer schluckt er so nicht. Die wird ihm zu kurz sein. Na dann ist es natürlich klar, muss es so. So funktioniert es bestimmt besser. Immer noch nicht? Naja. Schwierig, wenn man die Kontonummer nicht kennt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Wir können ja mal einfach die 00. Oh. 000 1 9 5 nein 5 6 4 3 4 und die Bankleitzahl, was hatten wir da? 60 60 1. Probieren wir es nochmal aus. So, jetzt fragt er uns auch tatsächlich, wollen wir das wirklich überweisen? Natürlich. Jetzt ausführen. Genau, wir sehen wieder, was passiert. Da passiert viel. Man kann da natürlich jetzt lange zuschauen. Jetzt muss ich meine TAN-Nummer eingeben. Und drücke auf OK. Und schon sind wir 5000 Euro reicher. Olé, auf Wiedersehen. Das war's. Wir haben jetzt genug Geld. Also auch Hibiskus kann Lastschriften, Hibiskus kann Daueraufträge und so weiter und so fort. Es kann auch so ein bisschen Auswertungen, auch mit schönen Grafiken. Sparquote ist ja super. Sagt mir jetzt nichts. Ich kann damit auch so ein bisschen Reporting machen, nicht so mächtig wie das Star Money. Nicht mehr eingefallen, wie das Star Money kann. Aber wir müssen ja auch immer im Hinterkopf behalten, das ist eine kostenlose Applikation. Und dafür kann es schon echt wahnsinnig viel. Und wie gesagt, Windows, Mac OS X und Linux, also ja, eigentlich überall, wo es eine Java-Runtime gibt, funktioniert auch Hibiskus und Jamaika. Und es kostet nichts, Open Source, wer dran rumschrauben möchte, der kann das gerne tun. Ja, viel Spaß. So viel dazu. Genau, dann haben wir jetzt diese, wir haben ja schon gesagt, auf dem Mac sieht vielleicht diese Open Source-Lösung nicht so wahnsinnig hübsch aus. Und die meisten Mac-User sind ja, was das angeht, naja, nicht sehr viele Schmerzen gewohnt. Nicht besonders belastbar, ja, richtig. Danke, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Deswegen gibt es auch noch eine andere Lösung, und zwar heißt die Pecunia. Und ich habe mal so rumgefragt, wer das dann schon mal benutzt hat, und habe jemanden gefunden, einen Podcaster, den wir kennen, den Boris Nienke. Und mit dem habe ich ein Skype-Interview geführt, der mir mal so ein bisschen was erzählt hat über Pecunia, ob man das benutzen will und warum nicht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und dann schauen wir mal, was der Boris dazu zu sagen hat. So, hallo Boris. Wir sind jetzt bei einer weiteren Open-Source-Lösung angekommen, von der ich gehört habe, dass du sie benutzt. Das ist korrekt, ja. Genau. Es geht dabei um die Software Pecunia. Und du hast die längere Zeit lang benutzt. Und wie warst du denn generell so zufrieden damit? Ja, ich habe relativ früh angefangen mit Pecunia. Ich glaube 2007 oder sowas habe ich das erste Mal nach einer Lösung gesucht. Ich weiß nicht genau, ob ich das 2007 oder 2008 dann schon geladen und eingesetzt habe. Aber ich war ziemlich zufrieden damit, weil das die erste Banking-Software für den Mac war, die nativ programmiert war, also nicht irgendwie eine wackelige, in Anführungszeichen, wackelige Java-Oberfläche ist, sondern was sich nativ angefühlt hat, was schnell war. Und war natürlich auch schön, weil es nichts gekostet hat. Das heißt, du hast andere Open-Source-Lösungen wie Hibiskus zum Beispiel gleich außen vor gelassen? Korrekt, ja. Ich habe es ausprobiert, habe es runtergeladen, aber nach den ersten Tests und wo ich auch gesehen habe, wo die Dateien gespeichert wurden, das war alles nicht so richtig Mac-konform, habe ich mich davon wieder verabschiedet.
Hast du denn irgendwelche Funktionen jetzt, sage ich mal, vermisst in Pecunia oder ist denn da von dem, was man als Normalanwender erwartet, alles vorhanden? Das kommt ganz drauf an, was für ein Normalanwender du bist. Also ich hatte relativ simple Ansprüche daran. Also ich komme ja ursprünglich aus der Windows-Welt, da hatte ich das StarMonty, das ist auch unglaublich komplex und kann eine ganze Menge. Und das wollte ich ersetzen, aber man muss dazu sagen, dass ich mit StarMonty relativ wenig gemacht habe. Ich wollte einfach meine Überweisung damit tätigen können, auch mal auf ein Datum, also eine Terminüberweisung. Ich wollte meine Daueraufträge damit verwalten können und auch mal Nachrichten von meiner Bank lesen können. Und das ganz, ganz Wichtige für mich ist dabei, weil das Erstgenannte kann man alles mit einer Webseite auch machen, einfach mit dem Online-Zugang zu seiner Bank. Aber ich wollte eben eine Historie meiner Überweisung, meiner Transaktion auf meinem Rechner haben, weil ich schlicht und ergreifend zu faul bin, mir die Kontoauszüge zu holen und dann von Hand durchzublättern, sondern du weißt, wie das ist. Du willst mal gucken, ist ein Zahlungseingang gekommen oder wie viel habe ich denn für Versicherungen im letzten Jahr ausgegeben oder wie war das noch mit der Steuer fürs Kfz? Wie teuer war denn das noch 2008? Und dann willst du schnell mal danach suchen und dann irgendwie eine Antwort haben. Und das wollte ich damit machen. Und das kann Pecunia inzwischen. Habe ich gesehen, allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, eben nicht alles. Ich konnte damit Überweisung machen, das ging super, aber Daueraufträge zum Beispiel ging schon wieder nicht. Okay, also nehmen wir mal an, du bist jetzt natürlich kein unerfahrener Computer-User, aber angenommen, der Otto-Normal-User würde jetzt mit Pecunia einsteigen wollen, genau aus denselben Gründen wie du damals, weil du kein großes Geld für eine Banking-Lösung ausgeben willst. Glaubst du, wie gesagt, der Normal-User würde sich da reinfinden? Also ist es einfach zu bedienen? Ich glaube schon, doch. Auf jeden Fall. Also ich bin auch mit dem Anspruch daran gegangen, dass ich eben nicht eine Technikspielwiese haben wollte, weil dann hätte ich aber Windows bleiben können, sondern ich wollte schon eine Mac-Anwendung haben, mit der ich auch, sagen wir mal, als normalsterblicher Anwender klarkomme. Und da hat mich bei vielen Banking-Lösungen eben zum Beispiel auch abgeschreckt, dass ich eine URL von meinem Banking-Server wissen musste, um überhaupt eine Verbindung aufzubauen. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, wie das bei Pecunia damals war, ob ich die URL eintragen musste oder ob sie mir vorgeschlagen wurde. Ich weiß, dass das noch so ein bisschen technisch war, wenn man die Daten eintragen musste für sein Konto. Das ist aber inzwischen, ich habe ja die Version noch relativ lange mitgemacht, deutlich besser geworden. Also ich glaube, wenn du jetzt als normaler Anwender daherkommst und willst einfach nur ein bisschen Überweisung machen und mal einen Dauerauftrag irgendwie ändern, bist du damit auf jeden Fall gut aufgehoben. Du sagtest ja, hast ja schon anklingen lassen, dass du es nicht mehr benutzt. Wohin hast du denn gewechselt und warum hast du gewechselt? Ja, das hat mehrere Gründe. Also Pecunia, muss man dazu sagen, ist so eine Open-Source-Lösung. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, hat das ein Mensch alleine entwickelt. Und dafür fand ich das atemberaubend. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und ist auch schön, ich habe ihm auch gespendet. Aber ich kenne es selber, ich bin ja auch Softwareentwickler, ich habe auch Freeware gemacht und du kannst davon nicht leben. Und wenn du davon nicht leben kannst, dann ist die Motivation, das fortzuführen, weiterzuentwickeln, einfach nicht so da, wie etwas, wofür du Geld bekommst. Weil von irgendwas musst du auch deine eigenen Rechnungen bezahlen. Ist also alles legitim, will ich auch gar nicht drüber meckern. Und ich fand es immer schade, dass er diese Pecunia nicht kostenpflichtig gemacht hat, damit irgendwie ein regelmäßiges Einkommen für ihn daraus resultieren könnte. Und das Resultat war, dass die Software zwar schön aussah und auch flott war und ganz gut funktioniert hat, aber ich konnte eben meine Daueraufträge damit nicht machen. Das war schon mal ein Punkt. Die Suche funktioniert zwar, du kannst nach Textpassagen suchen, aber nehmen wir mal an, du suchst einen ganz speziellen Betrag, wo du gucken möchtest, such mal alle Einträge von 49,95 €, weil du willst jetzt wissen, wie oft kam das vor. Also ich habe manchmal bestimmte Zahlungen, die ich alle finden will, weil ich gucken möchte, in welchem Rhythmus die ich die bezahlt habe. Und dann möchte ich nach dem Betrag suchen, weil ich weiß jetzt nicht genau, was da in dem Betreff drin steht. Oder zum Beispiel für unsere Workshops, wenn dann Anzahlungen kommen, da schreibt nicht jeder sauber rein, für welchen Workshop das ist, aber ich weiß, wie hoch der Betrag war. Dann möchte ich diese Sachen wiederfinden. Das geht damit nicht. Die Nachricht meiner Bank konnte ich damit nicht lesen und und. Also es ging nicht so richtig weiter damit. Und dann kam noch ganz wichtig hinzu, ich wollte weg von meiner PIN-Tarnliste. Das hat die Bank nämlich auch irgendwann angekündigt, dass sie das abstellen will. Und ich hatte dann die Wahl, zu dieser Mobile-Tarn zu wechseln, so einer SMS-Tarn.
Und Pecunia hatte dann irgendwann tatsächlich mal ein Update bekommen, wo das gehen sollte. Aber ich war ganz glücklich, dass ich noch ein iPhone hatte mit iOutBank drauf. iOutBank konnte das dann mit dieser SMS tarnen und Pecunia nicht. Hat also schlicht nicht abgerufen, da gab es einfach Probleme. Und das ist halt so, dann kannst du den Fall zwar melden, aber du kannst jetzt nicht verlangen, dass das jetzt bis zum nächsten Tag auch gefixt ist oder bis zur nächsten Woche. Und das ist dann schon blöd, wenn du plötzlich keinen PIN-Tarn mehr hast und du kannst keine Überweisung mehr machen. Das war ein bisschen dämlich. Das heißt, da bin ich dann auf das iPhone ausgewichen, habe das mit dem iPhone gemacht und war dann ganz happy, als die iOutBank-Jungs gesagt haben, sie bieten das jetzt auch für den Mac an, als Outbank. Und da bin ich auch mit der ersten Beta eingestiegen, war sehr angetan und das ist eben das, was ich jetzt benutze. Ja, das Outbank sehen wir jetzt gleich dann im Anschluss, gleich nochmal hier in der Präsentation. Du hattest gerade schon gesagt, du möchtest, dass ja, Zahlungseingänge für Workshops sehen. Da haben wir doch gleich noch den Aufhänger. Warum? Wer bist du eigentlich? Ja, Basti, ich bin froh, dass du mich das fragst. Also ich bin der Boris Nienke und zusammen mit dem Chris Marquardt sind wir Happy Shooting. Uns findet man unter happyshooting.de. Das ist ein Podcast, wo es rund um die Fotografie geht. Und im Rahmen dieses Podcasts bieten wir eben auch das Jahr über verschiedene Fotoworkshops an zu verschiedenen Themen. Das ist immer so ein bisschen spezialisiert. Und da haben wir jetzt auch 2012 wieder Workshops in Hannover, in Berlin, in Nordheim, in Hatten, in Duisburg diesmal auch und in Inzighofen. Also wer mal ein bisschen was über Fotografie lernen möchte, wer uns mal kennenlernen möchte persönlich, der guckt mal auf happyshooting.de/workshops. Da gibt es alle Informationen, auch noch viel, viel mehr. Chris macht ganz viele tolle Analog-Workshops. Und wer uns einfach nur mal zuhören möchte, wer ein bisschen was über Fotografie lernen möchte, ein bisschen Spaß haben möchte dabei, der guckt auf happyshooting.de und abonniert mal kostenlos den Podcast. Ja, also ich kann diese Empfehlung nur aussprechen. Ich höre euch seit langem, war auch schon auf zwei Workshops. Kann ich in jedem Fall empfehlen. Also geht unbedingt dahin. Die URL seht ihr hier auch eingeblendet. Ja, Mensch, Boris, Ach, vielen Dank. du blendest URLs ein? Natürlich blende ich URLs ein. Dann blende doch nochmal www.nsonic.de ein. Das ist nämlich meine Seite. Und genau deswegen weiß ich auch, dass du kein Mac-Anfänger bist, weil da hast du ja auch schon den einen oder anderen oder kein Recht. Computerbenutzeranfänger, da hast du ja auch schon den einen oder anderen, das ein oder andere Tutorial online gestellt. Und da kann man auch definitiv was lernen, sei es Fotografie oder sei es, ja, sage ich mal, Mac-Anwendung. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie gesagt, hier unten in der Einblendung. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über Pecunia zu erzählen. Ich denke, das wird sicher für den einen oder anderen interessant sein. Und damit entlasse ich dich auch in deinen wohlverdienten Feierabend. Vielen Dank. Ja, danke schön. Viel Spaß euch noch. Danke, ciao. Ciao. So, das war das Interview mit dem Herrn Nienke. Ich muss mal kurz den Knopf im Ohr wieder aus der Kleidung entfernen, sonst muss ich mich die ganze Zeit doppelt hören und das geht überhaupt nicht. Und wir wollen keine Zeit verlieren und wir haben gerade, also Boris hat es gerade schon angesprochen, das Outbank auf dem Mac und wir werden gleich sehen, warum er zur Outbank gewechselt hat. Und der Tino zeigt uns da gleich jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Genau, Outbank überzeugt natürlich zunächst. Es ist meistens so, wenn ich Sachen vorstelle, unvorstellbar, wie gut ich mich mit dieser Maus auskenne. Natürlich mit einem wundervollen Icon, das ist immer schön. Man startet es so, wie man das bei Mac-Apps gewohnt ist. Man drückt einfach drauf. Bekommen tut man Outbank nicht auf der Straße. Man bekommt es im App Store. Mac App Also, Store, bitte. genau, im Mac App Store, da kann man es schön kaufen. Kostet 39,90 €. Und die vier Schrauben sind mit drin. Die vier Schrauben sind mit dabei. Genau. Beim ersten Anmelden muss man direkt ein Passwort angeben. Also im allerersten Mal muss man das mal festlegen. Ah ja, ich habe das schon mal sehr gut gemacht. Oh, Awesome. gut. Hui. Da haben wir gleich was gesehen, Genau. wenn man eine einstellbare Menge oft sein Passwort falsch eingibt, dann löscht Outbank einfach die komplette Datenbank Ja. für den Fall, dass jemand der Meinung ist, ja, ich probiere einfach mal so lang. Aber es ist tatsächlich so, man kann Outbank beim ersten Starten fragt er einen danach, dass man ein Passwort anlegt und das sollte natürlich das sicherste Passwort sein. Man sollte es allerdings auch kennen. Ja. Ein Passwort da meistens so an. Das ist richtig. Ja. Hier
sieht man, dass Outbank nicht nur HBCI-Konten verwalten kann, sondern es kann auch den PayPal-Konto verwalten, genauso wie Amazon-Kreditkarte oder irgendwelche besonderen Kreditkarten, die über die Landesbank Berlin vertrieben werden oder auch die Meisenmoor-Karte. Die auch über die Landesbank Berlin. Auch, genau, richtig. Ja, eins, was man noch was ich dazu sagen möchte, benutzt man PayPal und hat ein PayPal-Konto, gibt es die Möglichkeit, dort eine Sicherheitsabfrage per SMS zu aktivieren, also im PayPal-Konto. Dann funktioniert diese Abfrage nicht, weil jedes Mal, wenn man an PayPal anfragen würde, müsste dann eine SMS geschickt werden und die müsste man ja auf der PayPal-Webseite eingehen und das geht momentan noch nicht. Ja. Ansonsten funktioniert es ganz wunderbar. Ich wähle jetzt hier das HBCI-Konto aus, gebe jetzt hier meine Bankleitzahl ein. Wie komme ich auf 700, weil es kein Mensch. 60601. Genau, die APO-Bank, meine Kontonummer, die habe ich mir in der Zwischenzeit schon mal in die Zwischenablage gemacht. War nicht ganz unklug. Drück auf Weiter und gebe jetzt hier meine PIN ein. Hätten wir aber auch überspringen können, wenn wir da mehr Sicherheit wollen. Richtig. Aber dasselbe hatten wir vorhin bei Starmoney. Drücke ich jetzt hier auf Jetzt synchronisieren. Jetzt überprüft er die Daten, ob ich sie richtig eingegeben habe. Er sagt, ja, ist wunderbar, habe ich alles. Kenne ich alles. Könnte jetzt auch wieder gleich einen weiteren Bankkonto hinzufügen und jetzt kann ich den Ascent schließen. So. Sieht es dann in Outbank aus. Ich kann jetzt hier draufklicken, sehe jetzt hier meine ganzen Zahlungseingänge. Beim ersten Mal sehe ich, es sind 125 neue. Ich kann die jetzt, ja, natürlich kann ich jetzt hier jeden einzelnen anklicken oder ich kann sie alle, für alle Bankkonten, die ich eingerichtet habe, als gelesen markieren. Das mache ich jetzt mal, weil mich das sonst immer ein bisschen wirre macht. Genau, ich kann jetzt hier Kategorien vergeben. Also ich habe natürlich ein bisschen wenig Platz. Also wie man hier sieht, ich habe jetzt hier kann gewinnen, Verlust. Die Maus macht mich ganz wahnsinnig. So. Sei nicht gemeint zu meiner Maus. So, ich scroll mal dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, wähle irgendwas aus. Sehe jetzt hier die ganzen Daten. Was ich jetzt machen kann, ist jetzt nicht so überraschend. Ich kann hier einen neuen Auftrag. Wähle jetzt hier entweder Überweisung, Umbuchung, Lastschrift oder einen Dauerauftrag. Genau, kann hier noch auch gleich bestimmte Kennungen mitvergeben. Mag für manchen Sinn machen. Ich habe das noch nicht benutzt. Kenne mich da leider auch zu wenig aus. Gebe jetzt hier als Konto gleich die ein, die wir schon kennen. Das war der Empfängername. Ah, ja gut, der heißt ja vielleicht so. Genau, das ist die 360601. Die APO-Bank, Kontonummer, Euro, ja, jetzt sind es nur noch 3.500 Euro, weil es nicht mehr viel Geld, nicht mehr viel Zeit, halbe Sendung, wir werden immer teurer. Klar. Ja, es ist halt, was das Schöne ist halt, ich meine, man sieht alles auf den ersten Blick, was man zu tun hat. Ich kann jetzt hier den weiteren Verwendungszweck hinzufügen, ich kann noch eine Zeile hinzufügen, ich kann jetzt hier auf das Kalender-Icon drücken, wenn ich eine terminierte Überweisung machen möchte. Genau. Ich kann eine TAN-Liste hinterlegen. Das heißt halt einmal alles eintippen, aber genau. Gut, kann man machen. Es funktioniert natürlich auch mit der neuen M-TAN. Also ich kann die Anfrage senden und ich bekomme dann die SMS und dann gebe ich anschließend die TAN ein. Das mache ich jetzt hier in dem Fall, weil ich die TAN schon kenne, die unglaublich sichere. Drücke auf Weiter und dann bekomme ich hier noch die Information, dass alles gut geklappt hat mit dem Häkchen und bin eigentlich fertig. Ja, den großen Vorteil, den Outbank natürlich mitbringt, ist zum einen, dass es, wie man gesehen hat, das ist sehr schnell. Es ist unglaublich aufgeräumt. Und wenn ich bereits ein Bankkonto habe oder beziehungsweise wenn ich Outbank auf einem iDevice benutze, habe ich die Möglichkeit, mir die ganze Eingabeleier abzukürzen. Ich kann nämlich hier einfach ein Backup importieren. Und dafür muss ich mein iPhone einmal mit dem Mac paaren und kann die Datei dann da runterladen und die wähle ich dann aus und füge sie einfach ein. Also das Coole an der Sache ist wirklich, ich mache einfach einmal ein Backup in iTunes mit iTunes und muss nur noch die Backup-Datei wählen und der holt sich das da selbst raus. Das ist schon relativ abgefahren. Es sieht wahnsinnig hübsch aus. Also ich kenne kein anderes Banking-Programm, was ähnlich hübsch und durchdacht ist. Also Hut ab, es kann den neuen tollen Fullscreen-Modus, den keiner braucht, aber es kann es. Vor allem für Bank, toll. Ja, und ich habe natürlich, wenn ich jetzt hier Daueraufträge eingerichtet habe, was jetzt in dem Fall nicht möglich ist, sehe ich hier genau, in welchen Zeiträumen ich sie abgerufen haben möchte. Ich habe alles auf, wie gesagt, alles auf einen Blick und
Ich kann natürlich unglaublich viele Konten anlegen und kann sie normalerweise, wenn ich mehr als ein Konto angelegt habe, habe ich nicht nur beim Konto einen Refresh, sondern ich habe auch eine Möglichkeit, alle Konten gleichzeitig abzurufen. Ja, so viel. Also es gibt zum Beispiel keine abgefahrenen Auswertungstools oder und so weiter und so fort. Dafür beschränkt sich Outbank halt auf das Wesentliche. Ja. Was zahlt man dafür? Man zahlt 39,90 Euro oder 39,99 Euro. Ich glaube 39,99 im Mac App Store. Wenn man Glück hat, gibt es immer mal wieder billiger. Ich habe es zum Beispiel mal für, ich glaube, Einführungspreis war 19,99. Mhm. Also es ist sein Geld auf jeden Fall wert. Auch die iPhone- und iPad-Apps sind ja Geld wert. Also ja. Es ist halt, wenn man sich in dem einen zurechtfindet, findet man sich auf den anderen zurecht, weil sie halt doch sehr optisch sich sehr gleichen und auch was Bedienung angeht, sich sehr gleichen. Also ja. Kann man auf jeden Fall benutzen. Genau. Das war's dann auch schon. Kann ich nochmal ein bisschen durchgehen? Gibt's nichts Schöneres Neues? Schade aber auch. Ja. Aber natürlich das schöne Icon. Das ist richtig. Ja, Mensch. Da haben wir jetzt mal so ein paar Banking-Applikationen abgeklappert. Wenn ihr noch Banking-Applikationen kennt, die wir jetzt nicht vorgestellt haben, wo ihr sagt, die sollte man schon mal erwähnt haben, dann schmeißt es doch bei uns auf der Webseite zu der Sendung Season 2, 26 in die Kommentare. Und da ist was Neues. Ja, denn es gibt jetzt ein optimiertes Kommentarfeld, das die Kommentare automatisch auch bei Facebook anzeigt. Das ist sozusagen das Facebook-Kommentarfeld. Das heißt, ihr könnt bei Facebook posten, ihr seht es bei uns auf der Webseite und andersherum. Genau, also ihr müsst euch da nicht mehr einloggen oder irgendwas. Wenn ihr in Facebook eingeloggt seid, könnt ihr direkt bei uns in der Seite posten. Wenn ihr eh schon dabei seid, dann besucht uns doch mal auf der Facebook-Seite facebook.com/digitalupgrade. Wer hätte das gedacht? Und der sagt, oh Mensch, ich habe gar keinen Facebook-Account, ich kann aber euch gar nicht kommentieren. Keine Angst, wir haben da schon noch an euch auch gedacht, findet ihr drunter direkt noch das Discuss-Kommentarfeld. Aber für die 99% der Zuschauer, die Facebook haben, ist das Kommentieren jetzt ein bisschen einfacher geworden und ein bisschen übersichtlicher, wie ich persönlich zumindest finde. Ja, wir haben leider keinen Telegrafen eingestellt, der noch einzelne Strichcodes umschreibt und sie dann für euch eintippt. Aber ich meine, man kann es ja auch nicht erwarten, oder? Nicht unbedingt. Also wie gesagt, facebook.com/digitalupgrade, kommt vorbei, drückt nochmal den Like-Button, wenn ihr wollt, wenn ihr uns so gerne habt. Klimper, klimper mit den Augen. Wir haben extra lange Wimpern heute angemalt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was haben wir heute? Wir haben Banking-Apps uns angeschaut. Wir haben Star Money 8 für Windows kennengelernt. Ist unglaublich umfangreich für den Preis, fast schon geschenkt. Ja, ich meine, was man alles damit machen kann. Wenn man natürlich nur ein Bankkonto hat, ist es vielleicht ein bisschen over the top. Das muss jeder selber wissen, mit der schönen Möglichkeit, das auch als monatliches Abo zu benutzen. Dann haben wir uns Hibiscus angeguckt, das in dem Jamaica-Framework kommt. Das monatliche Abo ist hier noch viel günstiger, weil es kostet nichts. Das ist eine Open-Source-Anwendung, funktioniert auf Mac, Windows und Linux. Ist damit natürlich relativ charmant für alle Leute, die Cross-Plattform leben. Dann haben wir noch was gehört vom Boris, und zwar? Pecunia, auch ein Mac-Banking-Programm, das funktioniert nur auf dem Mac. Mag auch ein schönes Programm sein, aber wie der Boris gesagt hat, hat er auch gewechselt, und zwar zu dem letzten, den ich euch noch gezeigt habe, nämlich zu Outbank. Ja, genau. Auch mein Favorit. Outbank für wahnsinnige 39,99 im Mac App Store zu haben. Ja, das soll es gewesen sein, und wie ihr natürlich wisst, das war Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Damn. Ja, schön. Dann fragen wir uns doch mal, was meine Mutter von mir möchte. Ja? Da werde ich mich ein bisschen schwer tun, die Hunde jetzt rauszulassen, weil ich nämlich gerade im Studio bin und mit Basti drehe. Ja, das ist tatsächlich nicht so gut. Ja, vielen Dank trotzdem für den Anruf. Tschüss. Ich habe leider keine Bauchbinde für deine Mutter vorbereitet. Schade, ja. Meine Mutter hat kurz interveniert, ich soll die Hunde rauslassen, wird schwierig. Ja. Vielleicht, ich gehe jetzt einfach hoch und nimm die von deinem Chef, lass die raus. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber ich glaube nicht, dass das deine Mutter glücklich stimmen wird. Vermutlich nicht. Ja, so ist es halt mit den Müttern. Mit den Hunden. Ich habe ganz vergessen, dass wir hier diesen abgefahrenen Sinn haben. Boah, krass, da komme ich ja viel besser noch rüber.
Toll. Nicht, dass es irgendwie dramaturgisch viel bringen würde. Doch, bei der nächsten Sendung. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.